Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Herr Professor Sehuli, ja, recht herzlichen Dank erst einmal, dass wir hier auch an diesem tollen Projekt teilhaben dürfen. Und wir sind jedes Mal wieder auch sehr begeistert darüber zu sehen, wie viele Patientinnen, Angehörige und Interessierte nachher auch an diesem Konzept partizipieren. Recht herzlichen Dank. Neueste Daten vom Europäischen Krebskongress. Ich habe da mal auch an anderen Stellen noch ein bisschen gestibitzt, aber hauptsächlich vom Europäischen Krebskongress. Ich habe hier ein paar Daten zur Primärtherapie und auch zur Rezidivtherapie. Und ich denke, das ist jetzt ein offenes Geheimnis, dass oder kein offenes Geheimnis mehr, sondern ganz offen verfügbares Wissen, dass wir Patienten in der Primärtherapie alle mit einer Erhaltungstherapie versorgen wollen, weil wir gesehen haben, dass es da einfach wirklich zu einem deutlich verbesserten Überleben führt. Jetzt im ersten Ansatz war es so, wenn wir jetzt die letzten 10 Jahre uns anschauen, mit dem Bevacizumab, aber und jetzt das Interessante halt auch den PARP-Inhibitoren, die in der Summe im Gegensatz zum Bevacizumab, wo das eigentlich so nie gezeigt wurde, wirklich auch einen Gesamtüberlebensvorteil assoziiert sind. Die Solo-1-Studie war eine Patientin, wo nur Patientinnen mit BRCA-Mutation eingeschlossen werden konnten, die halt eine platinhaltige Chemotherapie erhalten hatten. Und wenn die da auf diese Therapie angesprochen hatten, dann mit Olaparib und Placebo behandelt wurden. Und in den letzten 15 Jahren ist es so, dass wir eigentlich alle Studien, die wir gemacht haben, wo der primäre Endpunkt, also die Idee, das, was wir erstmal erreichen wollen, eine Verlängerung des progressionsfreien Überlebens ist. Das bedeutet, dass die Zeit verlängert werden soll, wo von der Erstdiagnose bis zum ersten Rezidiv oder bis zum Tod aus irgendeinem anderen Fall. Das liegt daran, dass eigentlich so als wichtigster Parameter natürlich das Gesamtüberleben da ist, weil wen interessiert jetzt groß das rezidivfreie Überleben. Aber man muss sagen, gerade beim Ovarialkarzinom ist die Zeit, die Patientinnen überleben nach Ende oder nach dem ersten Rezidiv so lang, dass das praktisch sehr, sehr schwer möglich ist, einen Gesamtüberlebensvorteil zu zeigen. Da muss der Effekt schon sehr, sehr groß sein. Was wir jetzt aber genau so gesehen hatten, also das PFS war deutlich verlängert, gerade bei diesen Patienten mit BRCA-Mutation. Und jetzt sehen wir, dass auch das Gesamtüberleben, obwohl die Studie gar nicht dafür ausgelegt war, hier signifikant verlängert ist. Ja, und ich glaube, das Wichtige ist zu sehen, dass wir einerseits hier, dass diese Schere aufgeht. Ja, also wir haben hier nach 6 Jahren, ein bisschen mehr als 6 Jahren, 50% der Patienten, die mit Placebo behandelt wurden und kein Rezidiv haben, aber fast 70%, die das Olaparib bekommen haben. Ja, und ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was darüber hinaus zu sehen ist, und das ist, glaube ich, sage ich mal, über dieses Zahlenwerk hinweg ein beeindruckendes Ergebnis, dass hier ist praktisch, das sind die Anzahl der Patienten, die auch nach 90 Monaten kein Rezidiv gekriegt haben. Und wenn man jetzt hier einmal so rübergeht und sich das anschaut, dann sind das über 60% der Patientinnen, die nach knapp 10 Jahren, 9 Jahren praktisch ohne Rezidiv ohne dass sie gestorben sind, noch leben. Und das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, das ist so noch nicht da gewesen. Das heißt also, wir führen Patientinnen wirklich in einem hohen Anteil einer Heilung zu. Vom Prinzip sind die Nebenwirkungen so, wie sie bekannt waren. Es ist so, das, was wir ja bei den PARP-Inhibitoren sehen, gerade wenn auch häufiger vielleicht noch Platintherapien eingesetzt wurden, dass sich so Leukämien entwickeln können, hier jetzt ein bisschen erhöht in der Gruppe der Patienten, die Olaparib gekriegt haben. Ja, aber in der Summe muss man mal sagen, relativ wenige Patienten, bei denen das so ist. Paola 1, das war die Studie für Patienten, die
Also alle Patientinnen, die kommen konnten mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom, die aber zu der Chemotherapie Bevacizumab hinzubekommen sollten und dann auch als Erhaltungstherapie für ein Jahr Bevacizumab weiter. Patienten wurden hier randomisiert dann in die Therapie erneut mit Olaparib und Placebo und hier war auch der primäre Endpunkt PFS. Das war ja erreicht worden. Deswegen ist es so, dass wir bei Patientinnen die Genetik machen, aber auch die HRD-Testung und wenn die HRD vorliegt, diese homologe Rekombinationsdefizienz, dann ist es so, dass neben dem Bevacizumab, was die Patienten schon zu Beginn bekommen, das Olaparib zusätzlich eingesetzt wurde. Und jetzt auch hier die Gesamtüberlebensdaten. Und hier zeigt sich in der Gesamtpopulation, ja, also in der, sag ich mal, ohne dass man das jetzt aufteilt nach BRCA oder HRD, dass es keine signifikante Veränderung gibt, aber in dieser Gruppe der HRD-positiven Patienten wieder ein immenser Vorteil im Gesamtüberleben, 48 gegen 65 Monate. Und auch hier sehen wir wieder diese Stufe. Das heißt, hier würde man ausgehen, dass diese Gruppe von Patientinnen, wenn nicht einen Langzeitüberleben, dann sogar geheilt werden. Das heißt also hier auch ein bedeutsamer Effekt, der uns dazu führt, Patientinnen wirklich zu heilen. Das ist die Gruppe dieses progressionsfreie Überleben. Ja, das heißt, hier sehen wir nochmal, dass knapp 50% der Patientinnen auch nach 5 Jahren kein Rezidiv bekommen haben. Also wirklich ganz gute Ergebnisse. Es bleibt Konsistenz, dass die Gruppe von Patienten, die HRD-negativ sind, dass die keinen Vorteil durch die Therapie von dem zusätzlichen Olaparib haben. Auch hier ist es so, wenn wir uns nochmal das MDS-AML-Risiko angucken, das sind jetzt einfach ein paar mehr Patientinnen, deswegen ist halt hier auch die absolute Anzahl höher, aber nachher das Risiko dafür um die 1%. Schlussendlich ist es so, dass es neben diesem PARP-Inhibitor Olaparib natürlich das Niraparib gab. Dafür gibt es bisher keine Gesamtüberlebensdaten. PFS war hier positiv. Und jetzt der vierte PARP-Inhibitor, der berichtet wurde, nämlich das Rucaparib, was praktisch genau so eingesetzt worden war, wie auch bisher die PARP-Inhibitoren in der First-Line-Patientin mit High-Grade-Karzinom mussten Chemotherapie gehabt haben und darauf angesprochen haben. Und dann haben die Patientinnen entweder Rucaparib mit Nivolumab gekriegt, einem Checkpoint-Inhibitor, das Rucaparib alleine oder den Checkpoint-Inhibitor alleine. Und jetzt ist es so, dass hier jetzt berichtet wurde über diesen Arm B, wo Patienten die Erhaltungstherapie mit Rucaparib bekommen haben. Die anderen werden im Verlauf noch demonstriert, ich denke mal im nächsten Jahr werden da die nächsten Daten kommen. Hier waren 540 Patientinnen randomisiert worden, 2:1. Und vom Prinzip muss man sagen, sind die Charakteristika hier gut ausgeglichen. Und was man hier sieht, ist vom Prinzip Ähnliches, wie wir es beim Niraparib gesehen haben, in der Gesamtpopulation der Patienten, die eingeschlossen worden waren, bedeutsame Verlängerung des progressionsfreien Überlebens, ne, unseres primären Endpunkts von 42 auf 63 Monate nach einem Jahr, von 25 auf 45% nach 2 Jahren. In der Gruppe der Patienten mit homologer Rekombinationsdefizienz sieht das wieder deutlich besser aus, da ist die Gesamtprognose tendenziell besser, aber hier von 47 auf 73, von 35 auf 56 Prozent wirklich ganz beeindruckend. Interessant, so wie es halt auch beim Niraparib ist, ist es bei den HRD-negativen Patienten auch mit einem Effekt, ist ein Effekt zu sehen. Das heißt, vom Prinzip, die Therapie ist bisher jetzt so in Deutschland nicht zugelassen, aber prinzipiell wäre das auch eine Option, genau wie das Niraparib nach Ende der Chemotherapie. Die Nebenwirkungen sind vom Prinzip wie bei den anderen PARP-Inhibitoren aus. Auch hier gibt es halt noch häufiger mal Blutbildveränderungen im Sinne von Leberwerterhöhungen. Aber ansonsten ist es so, dass das Nebenwirkungsprofil sehr, sehr ähnlich sich darstellt. Wenn wir uns jetzt das nochmal zusammen angucken in Bezug auf die Effektivität der einzelnen Studien, sehen wir, dass wir bei den BRCA-Patienten mit BRCA-Mutation einen sehr, sehr hohen Effekt haben. Ja, also 70% Reduktion, 60-70% Reduktion der Rezidive bei den Patienten mit
homologer Rekombinationsdefizienz ohne BRCA-Mutation immer noch eine Reduktion von 40-50% und bei den Patientinnen mit HRD-negativen Tumoren, da hat man gesagt, bei der Paola-Studie bringt das nichts, aber bei der Prima und der jetzt Athena-Studie bringt das was. Es gibt hier noch eine vierte Studie aus China, die vom Prinzip eben Gleiches zeigt. Schlussendlich ist es so, dass wir, wenn wir jetzt auch in die Leitlinie mal reingucken, ist es genau so, beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom sollte eine zusätzliche Erhaltungstherapie erfolgen. Als Erhaltungstherapie können jetzt folgende Substanzen eingesetzt werden. Das Bevacizumab weiterhin, PARP-Inhibitor, das heißt also in der Summe jetzt Niraparib, aber auch, wenn das zugelassen ist, das Rucaparib. Und bei Patienten mit BRCA-Mutation das Olaparib und der PARP-Inhibitor Olaparib mit Bevacizumab, wenn denn eine homologe Rekombinationsdefizienz da ist. Man muss jetzt sagen, in der Summe würden wir so schon tendenziell in diese Richtung gehen, gerade dadurch, dass jetzt halt ein Gesamtüberlebensvorteil, der für die Patienten da ist, dass man schon sagen muss, dass die PARP-Inhibitoren in der Wertigkeit zunehmen. Ja, also dass man vielleicht eher von dem Algorithmus, dass man jetzt wirklich das Bevacizumab immer einsetzen muss, ein Stück weit zurückgeht. Allerdings bleibt es eine sehr, sehr gute Alternative und es ist halt so, dass das Bevacizumab uns ja auch seit Jahren ein verlässlicher Partner ist und auch, sag ich mal, sein Einsatzgebiet hat. Aktuell ist es so, dass wir mit der Studie gestartet haben, der OVA 28, wo Patientinnen mit fortgeschrittenen Ovarialkarzinom und High-Grade-Differenzierung eingeschlossen werden können, bekommen einen Zyklus Chemotherapie, werden, nachdem das BRCA-Ergebnis da ist, randomisiert in die Therapie mit Carboplatin-Paclitaxel oder Carboplatin-Paclitaxel-Bevacizumab und erhalten dann als Erhaltungstherapie entweder das Niraparib oder Niraparib und Bevacizumab. Ne, das ist jetzt quasi der Vergleich zwischen der Paola-Studie und der Prima-Studie, um wirklich herauszuarbeiten, ob wir das Bevacizumab wirklich noch brauchen und wenn ja, für welche Patientinnen oder ob es so ist, dass es wirklich ausreicht, den PARP-Inhibitor alleine zu geben, was durchaus auch plausibel sein kann. Also haben wir gerade gestartet, die erste Patientin ist Anfang der Woche randomisiert worden. Bei der Rezidivtherapie habe ich zwei Sachen mitgebracht, nämlich einmal die Atalante-Studie. Die Atalante-Studie war insofern eine wichtige Studie, weil wir bisher die Checkpoint-Inhibitoren beim Ovarialkarzinom als nicht besonders wirksam gesehen haben. Es gab frühe Studien, wo wir gesehen haben, wenn man die Substanzen alleine einsetzt, gibt es so Ansprechraten zwischen 6-10%, also sehr, sehr übersichtlich. Auch schon die ersten Phase-3-Studien, das heißt also die großen Studien, wo im Vergleich zu anderen Therapien geschaut wurde, die waren negativ. Und jetzt war das hier eine Studie, wo wir Patientinnen mit platinhaltiger Chemotherapie behandelt haben, meistens mit Carbo-Celex oder auch mit Carbo-Gemcitabin und gleichzeitig Bevacizumab. Ja, und dann haben die Patientinnen, wurden die randomisiert in die Behandlung von Atezolizumab, diesem Checkpoint-Inhibitor, oder Placebo. Schlussendlich ist es so, dass leider auch hier das progressionsfreie Überleben nicht bedeutsam verlängert gewesen ist. Man sieht zwar, dass halt hier diese Kurven auseinandergehen und sich auch ein Stück weit auseinander differenziert zeigen. Allerdings ist es nachher so, dass sie hier kreuzen und es keinen erheblichen Vorteil für die Therapie mit dem Atezolizumab gibt. Das sind hier ein bisschen mehr als 2 Monate im Median-PFS, aber dieser P-Wert ist durch die Analysen, wie sie halt geplant waren, als nicht signifikant anzusehen. Auch in der Gruppe von Patienten mit PD-L1-positiven Tumoren, das heißt also mit dem Biomarker, der zum Beispiel beim Cervix-Karzinom eine ganz, ganz große Rolle spielt, spielt hier überhaupt keine Geige, das Überleben in beiden Gruppen mehr oder weniger gleich. Wenn wir uns das Gesamtüberleben wieder angucken, ne, als unseren wichtigsten Parameter, sieht man, da gibt es schon eine gewisse Tendenz dahingehend, dass diese Patientinnen, die mit Atezolizumab behandelt wurden, etwas
ein besseres Überleben haben, aber nicht signifikant. Das heißt also, nachher muss man sagen, schlussendlich ist das dann auch Schall und Rauch. Ja, das wird nicht dazu eingesetzt, diese Daten, um eine Zulassung für diese Medikamente, für das Medikament zu beantragen. Ich denke, wichtig hier ist zu sehen, dass die Patienten, die in der Studie behandelt wurden, zumindest durch die Hinzugabe vom Atezolizumab nicht schlechter gelebt haben. Ja, also ich denke, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Schlussendlich die Daten von der ARIEL-4-Studie. Und das ist eine Studie, ja, die nicht so ganz einfach ist und die eigentlich in Deutschland auch bisher nicht dazu geführt hatte, dass die Behandlung damit zugelassen worden war. Interessant wird allerdings die Background-Information, die ich Ihnen dazu nämlich noch gebe gleich. Hier war es nämlich so, dass Patientinnen mit Rucaparib behandelt wurden oder Chemotherapie. Das sieht man jetzt hier nochmal. Patienten konnten eingeschlossen werden mit platinresistenten, partialsensitiven oder sensitiven Ovarialkarzinom. Und die Patienten wurden entweder behandelt mit Rucaparib 600 Milligramm oder Paclitaxel. Hier konnten sie auch noch eine platinbasierte Chemotherapie haben. Allerdings muss man sagen, ist es so, dass hier Patientinnen eingeschlossen werden mussten, die halt schon Chemotherapie erheblich auch zum Teil bekommen hatten. Und da muss man ehrlich sagen, selbst bei Patienten mit, halt, ja, hallo? Mit platinsensitiven Tumoren ist es so, dass da so richtig eine prospektive Evidenz dafür, dass man da unbedingt Platin einsetzen muss, nicht da ist. Ja? Und deswegen, das sage ich mal, auch als ethisch annehmbar tituliert wurde, den Patientinnen hier unter Umständen auch eine nicht platinhaltige Therapie zu geben. Nichtsdestoweniger, Patientinnen wurden hier eingeschlossen, die wurden praktisch in diese Arme randomisiert, aufgenommen und nachher keine gravierenden Unterschiede zwischen den Armen. Das, was man hier allerdings gesehen hat, ist, dass das Gesamtüberleben der Patientin, die mit Chemotherapie behandelt worden war, doch in der Summe etwas besser gewesen ist als das Überleben der Patienten, die mit Rucaparib behandelt wurden. Ja, hier, ne, das sind 6 Monate, sind 6 Monate Unterschied. Auch wenn das nicht statistisch signifikant ist, ist es aber, sage ich mal, ein deutliches Zeichen. Auch in der Gruppe gerade der Gruppe der Patienten mit platinresistenten Tumoren, hier eine deutlich besseres Überleben, wenn die Patienten Chemo gekriegt haben, bei den sensitiven Patienten nicht. War das nicht so der Fall. Nichtsdestoweniger ist es so, dass hier die Zulassung, dass die zurückgezogen wurde für diese Behandlung. Und das ist, sage ich mal, jetzt der wichtige Punkt. Unlängst war das bei uns auch so, dass hier in Deutschland die Therapie mit Rucaparib für Patienten mit BRCA-Mutationen, bei denen eine platinhaltige Therapie nicht mehr zur Verfügung stand, auch die Zulassung verloren hat, weil eben sich eben gleiche Daten oder also recht ähnlich gezeigt hatten, dass nämlich Patienten, die nur Chemotherapie gekriegt haben, deutlich besser überlebt hatten. Ja, insofern muss man sagen, ist uns hier eine Therapieoption verloren gegangen, allerdings natürlich durch ein nachvollziehbares Problem, dass nämlich eben die Bestätigung nicht erbracht werden konnte, dass das wirklich eine sichere Therapie ist. Ja, insofern ist dies nun keine Option mehr. Das heißt also, in der Summe ist es so, ich glaube, sehr, sehr vielversprechende Daten und bestätigt uns, dass die Strategie, die wir eingeschlagen haben beim primären Ovarialkarzinom richtig ist, dass das Gesamtüberleben der Patientin wirklich verlängert ist, man durch die Behandlung wirklich Frauen heilt und sich noch ein neuer PARP-Inhibitor dazugesellt hat. Wir haben jetzt 5 negative Phase-3-Studien beim Ovarialkarzinom, was die Checkpoint-Inhibitoren angeht, nicht nur mit dem Atezolizumab, auch mit dem Avelumab. Und es kommen auch noch weitere Daten, müssen wir sehen, was dabei rauskommt. Aber es steht zu befürchten, dass jetzt, sage ich mal, in dieser Gesamtkohorte der Patientinnen mit Ovarialkarzinom die Therapie mit den Checkpoint-Inhibitoren nicht weiter verfolgt wird, weil das einfach die Patientinnen offensichtlich die Tumoren nicht sensitiv dafür sind.
Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ich weiß nicht, ob wir jetzt Fragen haben oder die nachher stellen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Heitz. Ich habe hier im Chat zwei Fragen, die würde ich gerne Ihnen stellen. Ja, gern. Wir haben noch ein paar Minuten. Und zwar die erste Frage ist: Ist bei Low Grade Figo 3C Olaparib besser als Bevacizumab oder gibt man das zusätzlich? Beim Low-Grade-Karzinom sind die PARP-Inhibitoren nicht etabliert. Also das heißt, da würde eine Behandlung mit dem Bevacizumab gegebenenfalls, muss man ehrlicherweise sagen, eher mit einer endokrinen Therapie zusammengegeben werden können. Aktuell ist es so, dass die Matao-Studie in Deutschland im Anlaufen ist. Da können Patienten mit fortgeschrittenen Low-Grade-Ovarialkarzinom, unabhängig von der Erhaltungstherapie, jetzt also gerade Bevacizumab, eingeschlossen werden und werden dann randomisiert in eine endokrine Therapie mit Letrozol. Das ist eine Tablette, die Frau eigentlich schon so von Brustkrebsbehandlung kennt, aber auch von der Behandlung von Low-Grade-Karzinom. Karzinom oder Placebo. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Studie, weil wir bisher nur retrospektive Daten haben, die uns belegen, dass da möglicherweise ein Effekt ist durch endokrine Therapie, aber die Matao-Studie uns das beweisen soll. Vielen Dank. Wird die Diagnosestellung für ein Rezidiv grundsätzlich durch ein CT herbeigeführt oder kann ein MRT genauso aussagekräftig sein? Vom Prinzip ist es so, dass das MRT das genauso gut kann. Gerade wenn man das mit so einer sogenannten Diffusionswichtung macht, kann man da sehr schön die Veränderungen sehen. Es ist halt so, es gibt natürlich so ein bisschen Vor- und Nachteile der einzelnen Untersuchungsmethoden. Das CT hat natürlich Strahlenbelastung. Nichtsdestoweniger geht das relativ schnell. Da ist man in wenigen Minuten fertig. Das MRT, da liegt Frau lange in dieser Röhre und hat da eine relativ laute Umgebung um sich. Selbst mit Kopfhörern ist es nicht immer so ganz angenehm. Schlussendlich kann beides gemacht werden. Ja. Hier ist noch eine Frage eingegangen, und zwar: Wie ist das Gesamtüberleben mit Niraparib? Diese Daten sind bisher noch nicht veröffentlicht. Es ist so, dass wir diese Surrogatparameter, also PFS, deutlich verlängert haben und auch die Zeit bis zum Beginn der nächsten Chemotherapie ist deutlich verlängert. Ob das jetzt sich übersetzt ins Gesamtüberleben, ist schwierig vorherzusehen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir auch diese Daten im nächsten Jahr zu sehen bekommen. Gut, hier kommt noch eine Frage. Was für Erhaltungstherapien gibt es nach zwei oder drei Linien Chemotherapien? Ja, das ist halt jetzt ein Stück weit nicht ganz einfach zu erklären. Und zwar ist es halt so, dass wir jetzt aktuell ja in der First-Line-Behandlung relativ, also Patienten sind bisher behandelt worden mit Bevacizumab ja, mit Bevacizumab oder einem PARP-Inhibitor. Jetzt ist es so, da aufgrund der Paola-Daten, dass wir unter Umständen Bevacizumab und Olaparib geben. Das heißt, sowohl Bevacizumab als auch Olaparib würde man jetzt wahrscheinlich als Erhaltungstherapie im Rezidiv nicht unbedingt nochmal wählen, obwohl man auch sagen muss, man könnte sich überlegen, wenn es ein platinsensibles Ovarialkarzinom ist, Rezidiv ist, welches auch auf eine platinhaltige Therapie angesprochen hat, dass man nochmal einen PARP-Inhibitor als Erhaltungstherapie einsetzt, selbst wenn der schon vorher gegeben wurde. Das waren die Orio-Daten, die dafür sprachen, dass man es machen kann, aber es ist eine kleine Gruppe von Frauen, die davon wirklich einen Nutzen hat. Ansonsten ist es halt so, dass man, wenn Bevacizumab gegeben wurde, im Rezidiv gut das Olaparib nochmal geben kann oder wenn nur ein PARP-Inhibitor gegeben wurde, im Rezidiv nochmal das Bevacizumab geben kann. Schlussendlich ist es so, dass es noch die Erhaltungstherapien, wenn man so will, für Low-Grade-Patientinnen mit endokriner Therapie wie den Aromatase-Inhibitoren gibt. Aber ansonsten wird es relativ dünn. Wir haben jetzt gerade läuft die
Mirova-Studie, wo Patientinnen mit Folatrezeptor-Alpha-positiven Tumoren platinhaltige Therapie bekommen und zu 50% das Mirvetuximab-Soravstansin. Das ist ein Medikament, was an einen Antikörper gebunden ist und dann in diese Zellen, die den Folatrezeptor-Alpha exprimieren, also meistens die Tumorzellen, da eingeschlossen werden und dort in der Zelle dann die chemotherapeutische Chemotherapie wirksam wird. Und da ist es so, dass das auch eine Erhaltungstherapie ist, die dann nachher weitergegeben werden kann. Ja, aber da ist es ehrlicherweise so, haben wir bisher keine Daten, wie gut das wirklich wirkt. Aber da haben wir, sage ich mal, am Horizont schon eine Option, die da steht, die unter Umständen auch nochmal eine Erhaltungstherapie werden kann. Mhm. Hier sind gerade zwei Fragen, die gehen in die ähnliche Richtung. Und zwar, ob die Studie ANITA als auch die Studie OVAR 2.29 mit Atezolizumab noch sinnvoll ist. Also es ist halt so, dass wir, was man ja immer sagen muss, ist an Studien, dass wir, also man muss immer unterscheiden ein Stück weit zwischen dem, was ist individueller Nutzen und was ist ein messbarer Nutzen, den jetzt zum Beispiel auch Behörden dafür zulassen, dass eine Therapie zugelassen wird und nachher auch über die Apotheke zu erhalten ist. Es ist so, dass wir bei beiden Studien bisher nicht wissen, ob das nicht möglicherweise einen Effekt hat. Ja, ich meine, gerade bei der ANITA-Studie ist es so, dass wir quasi die Kombination haben aus Checkpoint-Inhibitor und PARP-Inhibitor. Da gibt es bisher überhaupt keine Daten. Das könnte durchaus sein, dass es da so synergistische Effekte gibt, ja, die dazu führen, dass der Checkpoint-Inhibitor, sag ich mal, einen übergeordneten Wert erhält. Und ähnlich ist es halt in der 229-Studie, dass wir dort eben die Kombination haben aus dem Bevacizumab und dem Checkpoint-Inhibitor. Gerade bei der 229 ist es halt so, dass wir da ja nochmal das Bevacizumab alleine haben. Also selbst wenn der Effekt durch das Atezolizumab möglicherweise nicht da ist, ist der Effekt durch das Bevacizumab, wissen wir, dass das der zusätzliche, dass das die erneute Gabe nochmal einen neuen Effekt haben kann. Das heißt, also in der Summe würde ich sagen, der individuelle Effekt ist, kann man überhaupt nicht determinieren. Kann durchaus sein, dass es Frauen gibt, die einen erheblichen Vorteil davon haben. Und wir sehen gerade in der 229 ist es ja so, dass wir viele Patientinnen haben, bei denen wir sehen, dass die, obwohl die vorher relativ kurze Zeit vorher Rezidive hatten, dass die auf einmal wieder ganz lange Intervalle bekommen, wo sie keine Chemotherapie haben, wo sie nur unter Bevacizumab oder Atezolizumab und Bevacizumab sind. Wir wissen natürlich nicht, ob die Patienten, was sie bekommen, weil das eine verblindete Studie ist, aber so vom Gefühl her, von dem, was wir tagtäglich erleben, gibt es eine ganze Reihe von Patienten, die dort einen Vorteil zu scheinen haben. Mhm, vielen Dank. Da wir noch sehr viele spannende Vorträge vor uns haben, würde ich jetzt hier gerne einmal stoppen und überleiten zu Herrn Professor Sehuli und noch eine Frage stellen an Sie beide vielleicht. Die Veranstaltung ist ja betitelt mit neue Systemtherapien beim Eierstockkrebs. Was meint der Begriff Systemtherapien denn überhaupt? Können Sie da noch kurz was zu sagen? Also Systemtherapie bezieht sich auf das System Mensch, System Frau. Das heißt also, das ist eine Therapie, die nicht lokal ist, also nicht eine Therapie, die jetzt Professor Sehuli beleuchten wird, wo es um die Resektion, das Ausschneiden von Tumor gibt, selbst wenn man es im ganzen Bauchraum macht und selbst wenn man noch ein bisschen was von der Pleura mitnimmt, dann ist das nachher trotz alledem eine Lokaltherapie. Systemtherapie meint den ganzen Körper betreffend, also eine Chemotherapie, endokrine Therapie als Tablette, PARP-Inhibitor, die wirkt praktisch nachher in jeder Zelle des Körpers.